Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar ein neues Let's Play. Das fängt jetzt auch unter anderem deswegen an, weil momentan mein Cube World Probleme macht. Das heißt, bei Cube World lädt das Spiel momentan so langsam. Ich weiß nicht, ob es da Serverprobleme gibt. Jedenfalls funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorstelle momentan. Und deswegen will ich neben Shadowrun ein anderes Projekt starten erstmal. Und das Ganze heißt die Eintracht retten. Und zwar in dieser Saison bei FIFA 97 war es so, das war die Abstiegssaison von Eintracht Frankfurt. Für mich damals ein ganz schlimmes Erlebnis natürlich als Frankfurt-Fan, dass die Eintracht abgestiegen ist. Und deswegen ist jetzt mein großes Ziel, das eben zu verhindern. Das heißt, mein Ziel ist es, mit Eintracht Frankfurt nicht abzusteigen. Deswegen liegen, ganz klar, wir spielen natürlich draußen. Bin ich drin. Und wir gehen nach Deutschland. Und das wird nicht einfach. Ihr seht die Stärken der Teams. Düsseldorf war damals schwach. Und die Eintracht sehr, sehr schwach natürlich von den Stärken her. Aber unser Ziel ist der Nichtabstieg. Am Anfang sind alle gleich. Wir haben den ersten Spieltag. Und der erste Spieltag schickt uns nach Rostock. Rostock, oh ja. Das ist natürlich ein Verein. Da muss man dazu sagen, das ist Feindschaft pur. Die haben uns damals die Meisterschaft gekostet. Gucken wir mal auf die Strategie. Spielen wir, ja, Verteidigung ist vielleicht ganz gut, wenn wir nicht absteigen wollen. 4-4-2 passt als Aufstellung. Soweit die Aufstellung. Andi Köpke, Ibiza Morna. Und ihr seht, es war auch nicht mehr die tolle Eintracht-Aufstellung, die man vorher hatte. Anicic für mich eine der größten Enttäuschungen jemals bei der Eintracht. Ja, und ihr seht auf der Bank eigentlich nur Abwehrspieler und ein Mittelfeldspieler. Ja, sollen wir... Ich würde eigentlich den Markus Schupp vielleicht... Wobei, nein. Wir lassen die Mannschaft erstmal so. Schauen erstmal so, was der erste Spieltag bringt, dann können wir immer noch wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Mannschaft treffen. Auf jeden Fall wollen wir nicht absteigen und es geht los mit dem ersten Spieltag gegen Hansa Rostock. Und Rostock ist noch ein Team, was ja auch immer unten mit drin gedümpelt hat, von daher sind die natürlich gleich mal ein Gegner auf Augenhöhe, würde ich sagen, für unsere Eintracht. Die Eintracht davor immer im UEFA Cup dabei gewesen, man hat von Fußball 2000 geredet. Spielte sogar um die Meisterschaft in den 90ern mit und dann kam eben dieser große, große Abstieg, der uns alle mitgenommen hat als Fans. Und ach, gleich mal die erste Torschance für Hansa Rostock, das kann uns nicht gefallen. Andi Köpke im Tor natürlich sicher und dann ist Abseitsposition von Hinz von Rostock. Glück für uns erstmal hier und wir werden jetzt erstmal probieren. Wir kriegen den Ball nicht raus, aber wieder Abseits zum Glück. Das wäre nämlich das Tor gewesen von Stefan Beinlich, der ja nach Leverkusen ging. Ich glaube, wir sollten dann doch mal schauen, dass wir ein bisschen weiterspielen das Ganze. Den Lob mal dahin spielen. Und vielleicht über die Außen kommen oder über Anicic zumindest mal. So. Throw-in. Es ist, wie gesagt, die Abstiegssaison FIFA 97 damals. FIFA ging oft in die 3D-Richtung auf PC und Konsolen, außer natürlich auf dem Super Nintendo. Da blieb man bei dieser 2D-Ansicht. Für mich damals nicht das Top-Fußballspiel. Das Top-Fußballspiel war für mich International Superstar sogar auf dem Super Nintendo. Ich besaß aber auch noch keine der neuen Konsolen, deswegen habe ich das 3D-FIFA nicht genießen können. Habe es nur mal bei Freunden kurz angespielt, FIFA 97 auf dem PC. Hat mir da aber, glaube ich, damals nicht so zugesagt gehabt. Und die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht so schön zu steuern wie die anderen FIFAs auf dem Super Nintendo. Bekam deswegen auch nicht mehr die Top-Bewertung, die es hatte mal eine Zeit lang. Aber jetzt zum Glück sind die Rostocker auch jetzt nicht die Künstler vor dem Herrn. Und sonst wären wir nämlich schon längst hier abgefertigt worden, glaube ich. Allerdings müsste ich auch mal nach vorne kommen. Bisher spielt noch Rostock und das ist das erste Tor für Hansa Rostock. Die Rostocker schenken uns gleich mal ein Tor ein. Wunderschöner Schuss in den Winkel. Kann Andi Köpke natürlich nichts machen und es fängt grauenhaft an die Saison. Da habe ich was mit gerechnet. Wie gesagt, wir haben ganz niedrige Stärkewerte bei der Eintracht. Das ist ein bisschen Horror-Szenario pur. Aber es war ja auch wirklich eine ganz schlechte Saison der Eintracht und deswegen
wird das eine Monsteraufgabe, den Abstieg zu verhindern. So, jetzt hier erstmal im Balance ausgespielt, weil die Steuerung so scheiße ist. Kann ich die vielleicht ändern? Mal gucken, kann ich irgendwie irgendwas vielleicht an der Steuerung machen. Geht nämlich richtig auf den Sack eigentlich, ehrlich gesagt. Probieren wir mal aus, ob es so besser ist. Weil gerade kotzt die mich ein bisschen an die Steuerung, wenn ich ehrlich bin. Lauf doch als ziemlich planlos durch die Gegend rum. Ja, ja. Gefällt mir sehr viel besser so rum. So, und jetzt können wir doch auch mal einen Angriff spielen. Und es muss doch Elfmeter geben. Das muss Elfmeter für die Eintracht geben. Ganz klares Ding. Und dann zieht er ab. Und dann hält der Torwart. Eieieiei, Elfmeter vergeben. Das darf doch nicht wahr sein. Riesenchance zum Ausgleich. Den Elfmeter gab es damals in Rostock nicht, wer sich erinnert. Als es um die Meisterschaft ging, da war auch ein klares Foul im Strafraum, wurde Elfmeter nicht gegeben damals. Ich glaube, Ralf Weber wurde gefoult. Oder Andi Müller, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein ganz klares Ding. Er war ein Riesenskandal, dass der Schiedsrichter den nicht gegeben hatte. Hat uns damals die Meisterschaft gekostet. Und jetzt aber die Eintracht. Aha. Zumindest klären die nur zur Ecke. Also es wird schwer, den Nichtabstieg zu verhindern. Wir haben jetzt mal ein paar Angriffe zumindest aufziehen können. Hoffen wir doch mal, dass wir jetzt auch was Zählbares da rausholen. Jungs, wird Zeit für was Zählbares. Kommt schon. Na, so nicht. Schuss, Fernschuss auch verhindert. Anicic's Schuss auch nicht durchgegangen. Das läuft aber auch gar nicht gut für uns bisher in diesem Spiel, muss man dazu sagen. Also, nicht gerade der Fußball, den man sich wünscht. Und dann ist Halbzeit. Halbzeit hier in der Partie in Rostock. Hansa Rostock führt 1-0 gegen uns, gegen Eintracht Frankfurt. Wir müssen uns was einfallen lassen für die zweite Halbzeit. Ganz bitter das Ding natürlich bisher. Ja, wir bleiben aber erstmal bei der Spielformation. Ich wollte gerade gucken, gibt es hier auch Infos, wer vielleicht das Tor geschossen hat. Tore. Ja, Hinz hat das Tor geschossen für die Rostocker. Wir müssen also jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachlegen. Hier am ersten Spieltag, das kann ja nicht sein, dass wir gleich mit einer Niederlage in die Saison starten. Beim Projekt Nichtabstieg. Das Projekt damals hieß gar nicht Nichtabstieg, sondern man hatte eigentlich damit gerechnet, vorne mitzuspielen. Muss man bei dem Kader allerdings sagen, war doch ein bisschen sehr optimistisch gedacht, wie man am Ende dann ja auch gesehen hat. Kam für viele überraschend, der Abstieg. Auch für Experten waren der Meinung, dass unser Kader sehr viel besser ist, als er wirklich war. Hatten wir gesehen an den Spielernamen, dass der Kader eben nicht der Top-Kader war, für den man gerechnet hat. Also man hat natürlich damals groß auf Anicic und so gesetzt. Dachte, das wären Top-Spieler, aber hat man auch in denen ihrer weiteren Karriere gesehen, das war eben nicht der Fall. Und das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht. Aber jetzt haben wir doch nochmal die Chance. Die Rostocker stehen aber gut in der Abwehr jetzt. Versuchen den Angriff aufzuziehen und spielen den Ball zum Glück ins Aus. Schlechter Pass von den Rostockern. Das müssen wir jetzt. Wir müssen was bewegen. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier gleich eine Niederlage am ersten Spieltag einfahren. Aber das ist das 2-0. 2-0 für die Rostocker. Da ziehen die den nächsten Hammer ab und das ist unglaublich. Das ist wirklich, muss man auch dazu sagen, es hat mich bei FIFA 97 genervt. Der Computer hat das Spiel meistens sehr gut beherrscht. Man selbst hat nur mit viel Glück Tore erzielt. Gerade wenn man auch eine schlechte Mannschaft natürlich hat, wie ich mit der Eintracht. Zu der Zeit waren die Spieler ja wirklich von der Eintracht nicht gerade gut. Und jetzt sehen wir es hier, die Rostocker ziehen jetzt hier wirklich ihr Spiel auf. Lass mich eigentlich gar nicht mehr an den Ball kommen. Jetzt aber mal erobert den Ball. Aber sofort wieder Rostocker dazwischen. So, jetzt aber mal. Jetzt. Es muss doch mal ein Angriff kommen. Immer wieder die Rostocker Abwehr dazwischen. Das darf doch nicht wahr sein.
Und das war natürlich eine Hammergrätsch von unserem Mitspieler. Frust pur. Also es wird wohl die erste Saisonniederlage am ersten Spieltag gleich. Köpke verhindert jetzt noch das 3-0. Beziehungsweise sehe ich gerade, okay, der war nicht mehr in der Hand des Torwarts, aber das ist natürlich jetzt übel. Also das ist... Wieder Ball ins Aus. Es muss doch wenigstens ein Tor. Ein Tor wenigstens. Ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für uns. Kommt schon, Leute. Ich will ja nicht viel, aber ich will wenigstens ein bisschen einen Hoffnungsschimmer haben, dass das eine Saison wird, in der ich auch mal Tore schieße. Und das ist zumindest der Anschlusstreffer. Da ist doch der Anschlusstreffer. Sehr schön. Nur noch 2:1. Anschlusstreffer für Eintracht Frankfurt. Und jetzt müssen wir reagieren. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt müssen wir volles Risiko gehen. Da reagieren wir doch jetzt mal am besten drauf. Müssen wir mal schauen. Wechseln wir vor allem erstmal. Haben ja leider nicht so viele Möglichkeiten. Aber Matze Becker hat das Tor gemacht. Wir bringen Komjenovic zumindest nochmal. Für wen bringen wir den denn? Für Falkenmeier bringen wir mal Komjenovic. Er hat angezeigt bekommen, Spielleiter habe ich, okay. Und dann wechseln wir noch unsere Strategie. Wir können jetzt nicht mehr auf Verteidigung spielen. Wir liegen 2-1 hinten. Wir wollen jetzt noch das 2-2 wenigstens. Das heißt, wir wechseln jetzt auf Angriffsstrategie, um jetzt wenigstens noch das 2-2 machen. Kommt schon. Jetzt haben wir Blut geleckt. Da ist Falkmeier. Der wird dann gleich ausgewechselt werden. Und das ist Becker. Becker. Ah, da ist der Verteidiger dazwischen. Aber das sehen wir jetzt. Jetzt sind wir doch motiviert. Jetzt geht's doch hier los. Und da kommt der Wechsel. Ralf Falkenmeier hat nicht gut gespielt. Keine Akzente setzen können. Komjenovic, vielleicht kann der das noch in der letzten Spielminute jetzt hier noch den Unterschied machen, dass wir zumindest das Unentschieden auswärts erreichen. Das wäre ja dann nicht ganz so schlimm, ein Unentschieden auswärts. Kann man eigentlich als Saisonstart mit leben. Köpke hat zum Glück diesen Fernschuss. Ich dachte schon, der wäre drin. Das wäre der Albtraum gewesen. Aber die sind immer noch gefährlich. Also Rostock, die sind wirklich hoch motiviert hier gegen uns. Der Ostklub. Oh, und Sie sehen es hier. Also es ist wirklich verdammt spannend, ob wir noch den Ausgleich schaffen werden. Aber die Rostocker schaffen es jetzt. Wir kommen jetzt nicht raus aus unserer eigenen Hälfte. Und momentan ist Rostock eher am 3-1 dran als wir am 2-2. Es wird ganz eng, es wird ganz eng. Wir kriegen einfach den Ball hinten nicht raus. Das ist die Hölle gerade hier, dass ich den Ball nicht rauskriege. Vielleicht jetzt mal mit einem Wurf von Köpke. Und jetzt muss doch mal was passieren. Jetzt muss was passieren, Nachspielzeit. Nee, das wird nichts. Also erster Spieltag 2-1 gegen Hansa Rostock verloren. Bittere Niederlage gleich zu Beginn der Saison. Das wird eine ganz, ganz schwere Saison. Das wird wirklich ganz, ganz schwer, nicht abzusteigen. Wir setzen die Liga fort. Eins machen wir noch in diesem Let's Play. Hab mir vorgenommen, eigentlich 2 Spiele pro Let's Play zu machen. Und man sieht schon in der Tabelle, wir sind unten drin. Allerdings sind noch 3 Mannschaften zum Glück momentan hinter uns. Als nächstes wartet der erste FC Köln. Fangen wir an gegen die Kölner. Das ist natürlich ein harter Gegner. Die Kölner war zu der Zeit wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Hatten sehr gute Spieler. Und das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Versuchen wir jetzt gleich mal hier das Spiel aufzubauen. Mit Falkenmeier, den wir ja ausgewechselt haben im ersten Spiel. Vielleicht hat er ja sich da was zu Herzen genommen von... Sieht aber noch nicht so aus. Köpke. Köpke sicher. Also der hat ja gegen Rostock schon einige Dinge noch rausgeholt. Kann ich froh sein, dass ich den eigentlich im Tor stehen habe, dass zumindest noch ein bisschen Qualität da ist. Harte Grätsche von mir, aber das ist eben, das ist Abstiegskampf. Da wird nichts geschenkt. Und ich weiß ja, worum es geht in dieser Saison. Es geht darum, nicht abzusteigen. Der Rest ist mir völlig egal. War der drin? Nee. War nicht drin, sah aber eigentlich so aus. Komisch. Naja, uns kann das egal sein, wenn er nicht drin war. Er war nicht drin. Boah,
die Kölner, die machen ganz schön Druck hier und jetzt müsste ich mal irgendwie hier rauskommen, aber das wird verdammt schwierig gerade. Also ich merke das richtig, wie die Kölner hier den Druck ganz schön knallhart machen. Also das ist... So, jetzt machen wir den Abschlag doch anders, weil mich das nervt, dass wir hier beim Abschlag immer den Ball abgenommen gekriegt haben. Machen wir jetzt mal so den Abschlag. Und da wäre fast die Torchance für uns da gewesen. Wir hätten uns fast durch den guten Abschlag von Köpke eine Torchance erarbeitet. Allerdings doch Köln in Ballbesitz. Aber wir müssen jetzt hier, ich meine, das ist unser Heimspiel. Ja? Wir sind jetzt hier im Ballstadion. Der G-Block feuert uns an. Jetzt muss von uns einfach mal was kommen. Jetzt muss doch irgendwas passieren. Hier sehen wir nochmal die Grätsche von Ralf Weber, der da mal den Hammer auspackt, wie man so schön sagt. Kriegt dafür jetzt gelb, Ralf Weber. Aber er setzt wenigstens ein Zeichen. Er setzt ein Zeichen, dass es so nicht weitergehen kann. Man hat das erste Spiel gegen Rostock verloren. Das kann passieren, auswärts. Aber zu Hause müssen jetzt Punkte geholt werden. Das ist ganz klar. Wir müssen jetzt hier zu Hause die Punkte einsammeln. Aber Köpke wieder unter Druck. Wir müssen uns also hier taktisch orientieren. Langer Abschlag von Andi Köpke wieder. Der macht das super bisher. Kampf um jeden Ball hier. Hier wird wirklich jeder Ball erkämpft jetzt. So wünsche ich mir das aber auch. Jetzt laufe ich mich mal hier mit dem frei. So, das war eine super Grätsche. Ralf Weber. Eieieiei. Das kann man aber auch als Revanche-Foul sehen. Also, mein lieber Mann, da hätte es aber auch gelb geben können. So, Freistoß ausgeführt, wieder auf Weber. Jetzt Anicic. Ja, das gibt es nicht. Immer noch ein Fuß dazwischen von den Kölnern, aber den haben wir jetzt schön ins Ausgelockt. Und jetzt muss doch mal was passieren. Jetzt muss doch irgendwie wir mal eine Torschuss uns im Heimstadion erarbeiten. Aber jetzt sitzt die Kölner. Haben uns hier bisher im Griff. Aber bisher. Eben nur Falkenmeier. Vielleicht kann er ja jetzt mal was bewirken. Hat in den ersten Spielen seine Auswechslung gehabt. Und ich hoffe, dass ihm das mal so ein bisschen motiviert hat. Zumindest der Kampf stimmt. Also das müssen wir jetzt mal wirklich feststellen. Der Kampf stimmt bisher bei meiner Mannschaft. Und jetzt hoffe ich einfach. Oh Gott. Oh Gott. Nächste Torschuss für Köln. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Torschossen die schon hatten. Bin echt froh, dass ich da Köpke im Tor habe. Der ja zu der Zeit, glaube ich, sogar Welttorhüter war. Und jetzt aber, jetzt die Torschance. Nein, 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 Kopfball. Oh, das gibt's doch nicht. Riesentorschance, Riesentorschance. Das wär's doch gewesen jetzt. Kurz vor der Pause, Mensch. Nochmal das Ganze jetzt. Komm, 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 komm. Kurz vor der Pause des 1-0 wäre es gewesen. Eieieiei. Aber immerhin 0-0 zur Pause. Also da kann man drauf aufbauen. Man muss ein bisschen in der Abwehr aufpassen. Also da haben die Kölner doch ein bisschen viele Torchancen gehabt. Aber da werden wir dafür sorgen, dass sich das noch ändert. Das verspreche ich. Aber wir haben jetzt, das muss doch motivieren. Wir sind kurz vor der Pause knapp am 1-0 gescheitert. Das muss doch jetzt motivieren für die zweite Halbzeit, dass da was geht gegen die Kölner. Auf geht's. So, 1 Uhr für uns. Jetzt aber, komm, komm, komm. Schön, Ralf Weber hat... Oh, da müssen wir... Es muss halt um jeden Ball jetzt gekämpft werden. Hier, es macht nichts, wenn es auch mal im Mittelfeld geblänkelt ist. Das ist mir völlig egal. Und das ist das Tor! Tor für Eintracht Frankfurt! Wunderbares Ding von Becker! Becker mit seinem nächsten Saisontor. Hat er schon gegen Rostock getroffen und jetzt macht er wieder das Tor. Verdammte Hacke. Endlich das 1-0. Oh, die Punkte wären so wichtig. Die wären so wichtig gegen den Abstiegskampf. Aber das Blöde ist, Köln darf man nie unterschätzen. Die sind immer gefährlich. Oh, 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 oh. Oh, nein, nein, nein. Oh. Was ein Glück ist Köpke im Tor. Also der ist sein Geld wirklich wert, dass er hier in Frankfurt verdient.
Mach so weiter, Andi Köpke. So wollen wir dich doch sehen. Und jetzt bloß nicht aufgeben. Jawohl, hat er den nächsten Ball gehalten. Sehr schön. Sehr schön das Ganze. So muss das doch aussehen. Und weiter geht's. Weiter geht's jetzt. Nächster Abschlag. Komm, komm, komm. Wir lassen uns von den Kölnern jetzt nicht mehr unterkriegen. Wir lassen jetzt von den Kölnern hier nicht uns unterkriegen. Wieder Köpke. Also der hält jetzt ja wie ein junger Gott, aber die Kölner machen auch nur noch Druck auf unser Tor. Passt mir ganz und gar nicht, muss ich zugeben. So. Nein, 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 nein. Vergesst's. Vergesst es. Komm. Geht doch. Jawohl, jawohl, jawohl. Throw-in. Sehr schön. Ball im Aus für uns. Das, wenn das so weitergeht, dann schaffen wir tatsächlich. So wie es aussieht, mal. Unseren ersten Saisonsieg allerdings. Ja, ja, dann gib mir halt eine Karte, mein Gott. Das ist Fußball und kein Hallenhalmer, Mensch. So, geht doch weiter. Ah, und Ralf will. Oh. Zu lang den Ball gehalten im Mittelfeld. Zu lang den Ball gehalten, aber jetzt. Och Mensch, pfeif doch nicht alles ab jetzt hier. Ich kämpfe doch nur um die Bälle. Für mich geht es doch auch hier um was. So, so. Komm. Also ihr merkt schon, FIFA 97 ist nicht einfach zu spielen. Und das ist jetzt blöd. Das ist blöd. Also Freistoßsituation wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt vorm 16er haben, aber. Und da ist unser Torschütze Matthias Becker. Der einzige, der ein bisschen Leistung bisher bringt bei der Eintracht. Hat ja schon im ersten Spiel gezeigt, dass er torgefährlich ist. Von Anicic bisher noch gar nichts zu sehen. Aber wir haben das Spiel gleich rum. Wir haben es gleich rum. Wir haben es gleich überstanden. Jetzt bloß nicht nachlassen und vor allem nicht so schlechte Einwürfe machen. Wo war denn jetzt hier ein Foul? Wo war denn hier ein Foul, bitteschön? Was hast du denn da gesehen, du Pfeife? Mensch, Mensch, Mensch. Nein, 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 nein. Nix da, Kölner. Vergesst's. Ach, Weber, hey, verliert er den Ball im einfachsten Dribbling. Ja, ja, ja. Oh, das musst du aber pfeifen, hey. Gib dir noch Freistoß. Das glaube ich ja nicht. Throw in. Ja, wenigstens Einwurf hier. Weber. Aha. Egal, egal, egal. Gewonnen. 1-0 gewonnen. Sehr schönes Ding. Damit sind wir doch in der Tabelle ein bisschen besser dran. Haben zumindest die ersten Punkte geholt. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Spielstatistiken. So stellen wir uns das Ganze doch vor. Speichern wir mal ab. Und dann schauen wir mal zumindest kurz in die Statistik rein. Rostock, also weiter Tabellenführer, überraschen alle gerade. 3 Spiele, 3 Siege. Da ist es ja gar nicht schlimm, dass wir gegen die verloren haben. Würde ich mal sagen, Schalke, 2. Dortmund, 3. Bremen, Stuttgart, die Bayern. Oh, 2 Unentschieden schon gespielt bisher. Und wir sind zumindest nicht unten drin. Wir sind nicht unten drin, das ist schon mal das Gute. Nächster Gegner wird der FC St. Pauli sein. Die weiter unten in der Region sind, da sind momentan Lautern, Köln, Uerdingen, Düsseldorf noch ohne Punkte. Also das war gut, dass wir die Kölner geschlagen haben, haben denen ihre 2. Niederlage hinzugefügt. Das also beim nächsten Mal das Spiel gegen St. Pauli. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.